Hallo, ich bin's Andrea. Herzlich willkommen in meiner Kreativstadt. Es ist ja bald Ostern, also ich glaube in 4 Wochen oder 5 Wochen. Ich weiß es auch immer nicht so genau. Aber jetzt wird es natürlich auch Zeit, dass ich nochmal was für Ostern bastel. Und diesmal nehme ich selbstgemachte Modelliermasse, also die hier. Die kann man sich selber machen, das geht sehr schnell. Das Rezept, das zeige ich euch auch. Und sie ist vor allem ohne Kochen, also können auch Kinder locker und einfach wirklich zubereiten. Und das Gute an einer selbstgemachten Modelliermasse ist, wenn sie ausgeht und man zu wenig gemacht hat und man braucht noch was, kann man sie ganz schnell innerhalb von 10 Minuten nochmal herstellen und kann sofort weiter basteln. Und sie ist auch elastischer als eben andere Modelliermasse. Das liegt daran, weil hier eben Leim verwendet wird. Ja, und was machen wir daraus? Also ich möchte was mit Ostereiern machen und ich mache noch was Besonderes, damit es noch ein bisschen mehr einen Vintage oder Chevy Chic bekommt, das Ganze, sodass das einfach zu mir und meinem Stil passt. Und zwar habe ich, zeige ich euch, hier so indische Stempel. Habt ihr bestimmt schon gesehen, gibt es auch in größer und noch tiefer strukturiert, auch gerade zum Beispiel für Tonarbeiten. Aber die hier sind wirklich ganz toll. Die kann man sehr schön für die Modelliermasse verwenden, eben mit der Tinte dazu aufstempeln und schon hat man ein ganz tolles Muster, was schon eher an ein Fliesenmuster erinnert. Und genau damit mache ich meine Osterdeko. Also ich glaube, es werden wahrscheinlich nur Eier. Aber das werden wir dann auch noch sehen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Dabeisein, beim Zuschauen und natürlich noch viel mehr Spaß beim selber Nachbasteln. Und wie immer freue ich mich über 2 Daumen hoch am Ende des Videos. Als erstes stellen wir die Modelliermasse her. Dazu nehmen wir 125 Gramm Maisstärke. In die Maisstärke machen wir in der Mitte eine kleine Kuhle. Hier geben wir nun 200 Gramm Holzleim hinein, also ganz normalen Holzleim, nicht wasserfest und auch nicht fix und fest, sondern einen ganz normalen Holzleim. Die nächste Zutat sind 2 Teelöffel Öl, kann auch Pflanzenöl sein. Ich nehme hier Babyöl, da es sehr schön transparent ist. Nun kommen noch 2 Teelöffel von dem CMC-Pulver hinzu. Die letzte Zutat sind 2 Teelöffel weißer Acrylfarbe. Jetzt die ganze Masse einfach verrühren, ob jetzt mit einem Holzstab oder einem Löffel. Wichtig ist, dass man alles gut miteinander verrührt und das wird dann auch etwas bröckelig, vielleicht auch etwas klumpig. Ihr könnt aber natürlich auch einen Mixer verwenden, den kann man danach auch wieder sauber machen, denn das Ganze ist ja wasserlöslich. Genauso kann die Schüssel danach super gereinigt werden, weil sich das alles, diese ganzen Zutaten mit Wasser auflösen. So, nun heißt es kneten, 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 bis ein schöner, weicher Teig entsteht, in dem alle Zutaten gut vermischt sind. Und damit das am Anfang auch nicht so extrem an den Fingern klebt, kann man ruhig nochmal etwas Maisstärke verwenden, das mit einem Hefeteig und Mehl. Auf jeden Fall ist es wichtig, schön gut durchkneten, bis am Ende nichts mehr klebt. Die fertige Modelliermasse dann einfach luftdicht verpacken. Ich habe hier eine Frischhaltefolie verwendet, da ich hier die Masse dann doch sehr schnell verarbeitet habe, oder in einen luftdichten Beutel geben. So, und jetzt kommen wir natürlich zum schönsten Teil, dass wir uns daraus schöne Dekoteile machen. Also ich mache jetzt hier mit Osterdeko. Das heißt, wir nehmen uns einfach ein Stück von der Modelliermasse, kneten diese auch mit den Fingern nochmal gut durch und formen sie zu einer flachen Kugel, die wir dann einfach mit dem Silikonroller oder ihr könnt auch einen normalen Teigroller nehmen, ihr könnt auch ein Glas nehmen mit Alupapier drumherum, einfach zu einem schönen flachen Teig ausrollen. Also mein Teig ist so circa 2, maximal 3 mm dick am Ende gewesen. Für das Aufstempeln der Muster verwende ich so indische Holzstempel, die sind wirklich ganz toll, und nehme dazu auch so Tinte. Ich habe hier eben so kleine
Portionen von Tinte, so kleine Döschen, damit ich einfach viele verschiedene Farben habe. Und man tupft diese Tinte einfach oben auf den Stempel. Also darauf achten, dass natürlich auch ausreichend Tinte oben, der ganze Stempel schön bedeckt ist. Und dann setzt man einfach auf unserem ausgerollten Fladen, also auf unserer ausgerollten Modelliermasse an und setzt dann den Stempel einfach immer schön nebeneinander. Und da kann man natürlich auch mit zwei, mit drei Farben arbeiten. Einfach so, wie es einen Spaß macht und einem natürlich gefällt. Hier nehme ich jetzt einen anderen Stempel und auch eine andere Farbe, also so ein helleres Rosé. Das macht sich auch sehr gut, ist halt was sehr Zartes, was sehr Feines, was aber auch eine ganz tolle Kombination zu dem Rot und auch zu dem helleren Blau ist. Und jetzt kommen wir natürlich zum Ausstechen. Ihr könnt dazu auch Schablonen verwenden aus Papier. Ich habe hier so, soll man sagen, so Kugeleier. Ja, also die sind ja aus Plexiglas, denn ich habe damit noch was Besonderes vor. Also das ist für meine großen Eier. Ich habe aber auch die Formen zum Ausstanzen genommen, also diese ganz normalen Keksformen, also auch in Hasen. Und warum ich diese Halbkugeln hier verwendet habe, also diese Eier, das deswegen, weil ich ja auch meine Eier in dieser Halbform haben wollte, in dieser gebogenen Form. Und dazu musste ich erstmal hier mit die Größe festlegen. Und danach habe ich dann zum Trocknen diese ausgeschnittene Modelliermasse in das Ei hineingelegt. Und dann natürlich auch, weil ich mache das bei prinzipiell allen Dingen, dass ich mir ein Loch mache, damit ich es aufhängen kann oder auch anders benutzen kann, ein ganz kurzes Stück Holz, also Schaschlikspieß, um damit das Loch einfach zu gestalten und damit es auch bleibt, muss natürlich auch dieses Holzstück während der Trocknungsphase mit darin stecken bleiben. Hier das Muster mal aus der Nähe für euch. Man kann die Modelliermasse natürlich auch außen auf die Eierform auflegen, dadurch wird sie dann am Ende etwas kleiner und auch etwas schmäler. Natürlich kann man auch einfach mit den ganz normalen Keksformen hier seine Figuren, seine Dekoteile ausstechen. Das geht genauso. Aber auch hier achte ich immer darauf, dass ich ein Loch mit hineinmache, also auch ein Holzstäbchen reingebe. Denn ich möchte ja auch diese Teile vielleicht mal aufhängen, vielleicht auch wohin kleben. Aber so habe ich auf jeden Fall von vornherein beide Möglichkeiten. Was dann von der Modelliermasse so übrig bleibt, also ich habe das wieder eingesammelt und wieder schön zusammengeknetet zu einem schönen Modelliermasseball. Wenn es etwas zu trocken wirkt, kann man ruhig einen Tropfen Öl nochmal dazugeben. Und auf jeden Fall kann man auch diese Modelliermasse nochmal ausrollen, denn das ist ganz wenig Tinte, die darin ist. Und wenn man mit der gleichen Farbe wieder etwas stempelt, dann kann man auch diese nochmal verwenden, was ich auch gemacht habe. Denn zum Wegwerfen ist mir das dann einfach zu schade. Und hier zum Schluss noch ein paar Eindrücke von den fertigen Dekoteilen. Man kann sie natürlich aufhängen, man kann sie auch auf schöne Holzbretter kleben, man kann sie einfach auf den Tisch legen. Also man hat natürlich schon viele Variationsmöglichkeiten. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr bastelt das natürlich nach, was ja immer in meinem Sinne ist. Und ich freue mich auf eure Bilder unter dem Hashtag Kreativ statt Andrea auf Instagram.
So, nun sind wir schon wieder am Ende von diesem DIY-Video und natürlich freue ich mich wie immer über 2 Daumen hoch und auch über einen netten Kommentar, denn YouTube liebt Kommentare, wie ihr wisst, und damit könnt ihr mich ein bisschen unterstützen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns bei meinem nächsten DIY-Video wiedersehen. Und damit ihr kein Video verpasst, abonniert doch am besten meinen Kanal, klickt die kleine Glocke und schon werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video für euch hochlade. So, nun wünsche ich euch viel Spaß beim Kreativsein und tschüss, bis zum nächsten Mal.